Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Ja, nachdem wir Space Engineers pausiert haben für eine Zeit lang, möchte ich hier diesen Slot hier mit Super Mario Land 2 füllen. Ich möchte hier keine Vorschau, sondern hier diesen wunderbaren Bildschirm. Es ist ein Spiel für den Game Boy. Game Boy Advance auf jeden Fall. Game Boy Color auch. Ob den ganz alten Game Boy, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr tolles Spiel. Es ist mein allererstes Mario-Spiel gewesen. Und daher freue ich mich riesig darauf. Ich habe das schon jahrelang nicht mehr gespielt, weil ich habe vor circa, lass mich liegen, 8 Jahren, nee, doch 8 Jahre, schon so lange her, vor ca. 8 Jahren meinen Gameboy verkauft, samt die Spiele, und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr gespielt, aber ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe mal, wir werden das auch durchspielen können, weil ich habe gehört, dass der Boss richtig schwer sein wird. Da werde ich vielleicht auch nur mit Save States arbeiten, weil, ja, ein normaler Mensch kann diesen Boss nicht schaffen. Aber bis dahin müssen wir erstmal dahin kommen. So, dann Start. Erstmal den Speicher hier auswählen, aber ich muss mal kurz noch mal was schauen. Und zwar ist das, ja, ist richtig eingestellt. Okay, dann würde ich hier den A-Slot nehmen. Es ist sogar noch ein Spiel hier in Schwarz-Weiß. Erst kommt das Einstiegslevel. Stimmt, ich kann mich ja daran auch noch erinnern. Die Musik ist für mich gerade ein bisschen laut. Ich mache sie mal ein bisschen leiser. So ist es schon viel, viel besser. So, erstmal hier mit der Steuerung zurechtkommen, weil, ja, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt, aber da werden jetzt Erinnerungen aufkommen, bis zum geht nicht mehr. Also, ja, ach, der erste Goomba. Es kommen hier auch viele, viele Gegner vor, die es in den normalen Spielen nie wieder gab. Das ist nämlich so in Mario Land 2. Und ich freue mich sehr darauf. Hier in Koopa kann man die auch, ja, die kann man auch nehmen. Cool. Cool. Ja, wie gesagt, ist es schon sehr, sehr lange her. Einen Pilz, den Pilz kennt man ja auch. Es gibt ja nicht dann auch nur die Feuerblume, sondern noch ein anderes Item. Aber das werden wir noch alles sehen. 5 Leben haben wir, das steht unten links. Oh, ich muss auch mit der Steuerung klarkommen. Wie gesagt, das ist Ewigkeiten her und umso mehr freue ich mich auf dieses Let's Play. So, kann man da rein? Ja, da kann man da rein. Cool. Münzen. Ja, Münzen sind wichtig für Level-Ups. So, dann geht es hier wieder hoch. Habe ich da irgendwas verpasst? Ja, das sieht danach aus. So, ist da irgendwas Interessantes drin? Nein. Vielleicht gibt es hier auch schon versteckte Blöcke. Das weiß ich jetzt gar nicht. Anscheinend nicht. Okay, stimmt. Diese Blöcke konnte man zerstören. Stimmt. So. Ah, dieser fliegende Goomba. Der hat mich immer damals schön aufgeregt. Und der regt mich jetzt auch auf. Ach ja. Die guten alten Zeiten. So, da soll man einen schönen langen Sprung durchführen, damit man alle Münzen kriegt. Die ersten Piranha-Blumen. Okay, da kann man nicht rein. War bloß hier nicht erwischen lassen. Bloß nicht erwischen. Das ist ein One-Up. Stimmt, das sind die One-Ups hier. Und ein Stern. Und ein Stern. Ah! Ach, diese Musik, ach ja. Und das sind hier die Checkpoints. Ach, diese Musik. Diese Musik. Oh, das sind Erinnerungen. Und jetzt haben wir hier die Feuerblume. Yay, wir sind der King. Der King of Mario Spiele, wie auch immer. Yay. Und die Feuerblume darf uns keiner mehr wecken. Kann man da runter? Kann man hier... Ach, stimmt, man kann ja auch schon diese so Art Stampfattacke einsetzen. Ist nicht ganz die Stampfattacke, aber so ähnlich, stimmt. Stimmt. Was war denn mit denen hier? Ach so, die konnte man mit dem Feuerbällen wegmachen. Interessant. Ah, nicht so weit springen. Mit der Feuerblume kann man ja auch die Gegner besiegen. Das sollte ja jedem klar sein. So, es wird übrigens auch kein langes Let's Play, weil das Spiel auch nicht lang ist. Kommt drauf an, wie sehr gut ich mich anstelle.
Weil, ja, ich werde euch dann noch eine Geschichte erzählen. Aber vorher gibt es hier einmal zwei Ziele. Einmal den unten hier und dann gibt es noch oben ein Ziel. Der obere, der ist immer schwieriger zu erreichen, aber da kann man ein zusätzliches Item dann anfordern. Moment. Kein zusätzliches Item, sondern das Item wird dann gleich zum Tragen gegeben, glaube ich. So, hier mit dieser Glocke, stimmt, so war das. Man musste die Glocke erreichen. Und dann kommt hier dann so ein zufälliges, der solch eins hier. Da kann man dann mit etwas Glück ein gutes Item kriegen. In diesem Fall habe ich eine Feuerblume, habe ich ja sowieso schon. Okay. Ja, macht sonst weiter nichts. Wenn man den Pilz nehmen würde, dann würde man wieder kleiner werden. Und hier ist die Overworld. Wow. Und wenn man hier dann reingeht, hier ist der Boss. Also man könnte jetzt schon zum Boss. Aber uns fehlen 6 Münzen. Und mit jedem Bossgegner, den es hier gibt, kriegt man eine Münze. Und wir müssen dann sozusagen die einzelnen Welten bestreiten. Und am Ende einer Welt gibt es dann den Bossgegner mit der jeweiligen Münze. Und womit fangen wir denn an? Oh, ja. Es gibt so vieles Zeug hier. Zum Beispiel hier links, da kann man sich, glaube, One-Ups oder irgendwie nochmal irgendwie was kaufen. Wenn man genügend Münzen hat. Ja, stimmt. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Stimmt. War das so, dann könnte man hier auswählen und dann Item kriegen. Zum Beispiel das hier. Was war denn das? Ah ja, die Hasenohren. Das ist nämlich dieses Item, wovon ich gesprochen habe. Dieses neue Item. Na gut, dann haben wir das jetzt. So, wo fangen wir denn an? Fangen wir links an. Ja, wir fangen links an. Oh nein, nicht diese Welt. Ich hasse diese Welt, aber okay. Dann fangen wir jetzt an. In der Tree Zone. So, was macht denn nochmal das Item? Ah, dass man ja... Stimmt, dass man hier herumfliegen konnte. Konnte man wirklich unendlich lange so fliegen? Ja, sieht dann auch. Okay. Ah, das Level. Das Level. Daran kann ich mich erinnern. Oh, 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 oh. Na, jetzt habe ich leider keine Feuerblume mehr. Da ist auch der erste. Ich sag mal, außerirdische Gegner. Weil für mich sind das außerirdische Gegner. Weil die nie wieder vorkamen. Nein, nein. Oh, was? Wie habe ich den jetzt besiegt? Was? Ah, es gibt hier doch unsichtbare Items. Cool. Das ist hier ein One-Up. Cool. Also es macht mir richtig Spaß, hier wieder die Welten zu erkunden. Wie gesagt, es ist so eine Ewigkeit her. Ah, wenn man auf die Zunge spricht, dann sind die auch schon tot, diese Frösche. Okay. Ich gehe mal lieber oben lang. Schon wieder. Schon wieder solche unsichtbaren Blöcke. Und nochmal ein One-Up. Ja, One-Up kann man nie genug haben. So, dann hier ganz vorsichtig runterspringen. Ah, was mal. Konnte man auf die springen? Auf jeden Fall nicht, wenn die hier so, ja, in der Kugel sind. Oh, diese Gegner, diese Libellen oder was das auch immer sind. Die waren auch richtig doof. Oh. Starcoins oder so muss man... Ach, shit. Muss man übrigens nicht einsammeln. Hier gibt es keine Starcoins. Hier gibt es ein neues Item hoffentlich. Ja, eine Feuerblume. Feuerblume ist super. So, stirb. Dankeschön. Und da ist auch schon die Halbzeit. Also einfach nur die Level bestreiten und das war's dann auch schon. So, hier sind lauter Blöcke. Eine neue Feuerblume, okay. Bleibt die da gespeichert, weil, ja, ich habe halt schon eine Feuerblume und wenn ich hier aus dem Screen rausgehe, bleibt die Feuerblume gespeichert, dass ich die als Backup verwenden kann. Sieht dann aus. Okay, aber ich komme da nicht runter. Und wie ich das sehe, kommen da Libellen. Böse, böse, böse Libellen. Okay, okay, diese Libelle ist weg. Anlauf nehmen und hier hoch? Nee, geht nicht. Okay. Okay, dann muss ich von der anderen Seite kommen. An dem Frosch vorbei. Und dann hier, hopp. Und hopp. Nein, ich wollte hier nicht runter. Ah, die Feuerblume bleibt gespeichert. Das ist gut, aber... Ja, jetzt habe ich sie aus Versehen doch genommen. Ah. Nicht so einfach mit einer neuen Steuerung. Es ist noch so eine, ja, alte Steuerung. Man merkt, dass das Spiel alt ist. Aber warum nicht? Warum nicht? Was gibt's da unten? Okay, 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 okay.
dann hier weiter. Das ist da unten lang. Ich gehe lieber oben lang. Sicherer. Bei den ganzen Fröschen. Jetzt gehe ich mal hier lang. Oh. Nee, Frosch, auf dich habe ich keinen Bock. Jetzt gehe ich hier oben lang und wieder unten. Na, Libelle. Dann ist dieses Level auch schon vorbei. Obwohl, wir haben jetzt eine Feuerblume. Darum gehe ich unten lang. Kein Risiko eingehen und kein Pilz holen. So, und dann gehen wir jetzt hier weiter. Dort waren wir eben. Jetzt geht's da lang. Oh, eine Höhle. Ah, stimmt. Das Wasser? Da, ja, das ist Wasser. Stimmt. Oh, ja. Dann kann man hier oben lang schwimmen. Diese, ich kann mich wahrscheinlich noch an fast allen Level, an fast alle Level erinnern. Mich erinnern. Aber ja, so genau ins kleinste Detail natürlich dann auch nicht mehr. Ich hab's damals durchgesuchtet, also wirklich. Ich hab nie so richtig die Bosse hinbekommen. Einmal hatte ich die Möglichkeit, zum Endboss zu kommen. Und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen von damals. Und so, wie gesagt, ich kam nie zu den, oder besser gesagt, ich habe nie so richtig die Bosse geschafft. Außer einen, den habe ich, glaube mal, geschafft. Aber sonst nie. Aber trotzdem hatte ich einmal die Möglichkeit zum Endboss gelangen. Und zwar ein... Ah, shit. Zurück zur Feuerblume. Und zwar ein Freund von mir. Wir waren damals mal auf Reise mit einem Wohnmobil. Mein Freund hatte einen Gameboy. Ich hatte meinen Gameboy. Und der hatte innerhalb von einer Stunde das ganze Spiel durchgespielt. Außer den Endboss. Also, ja, und da war die einzige Möglichkeit, wo ich mal gegen den Endboss spielen konnte. Aber... Ja, ich hab keine paar Meter da im Level geschafft. Also das letzte Level ist wirklich sowas von ultra schwer. Und ich bin selbst gespannt, wie ich das hier in diesem Let's Play meistern werde. Oh, das sind Bomben! Na, weg hier. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, wie er das so richtig geschafft hat. Und er war... Er hatte das Spiel sozusagen im Blut. Und ja, damals habe ich noch so gedacht oder geglaubt, also ich wusste nicht, dass da der Endboss ist bei dem letzten Level, was da freigeschaltet wurde. Ich dachte damals, das wäre eine zweite Welt sozusagen, also eine zweite Overworld, dass da noch viele, viele weitere Level sind, aber ja, dass da auch gleich der Endboss ist, das habe ich nie so richtig für richtig wahrgenommen. Erst später habe ich das wirklich dann herausgefunden. Und jetzt habe ich ein kleines Problem. So. Halbzeit. Yay. Und da unten muss irgendwas sein. Und dann, wie ich mein Pech so kenne, irgendwann wurde irgendwie der Spielstand gelöscht. Oder habe ich das aus Versehen gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war mal der Spielstand dann weg. Und so musste ich nochmal alles neu machen. Aber ich kam nie so richtig weit. Ah, ich kann mich an diesen Raum erinnern. Da hinten gibt es was sehr Interessantes. Wie muss man das nochmal machen? Man musste von hier so timen und abspringen. Shit. Komme ich trotzdem noch hinten hin? Nein! Und da gibt es nur ein Level, ein Leben? Nein? Ach, wirklich? Oder nein, da war, glaube ich, ein Secret Exit. Die gibt es ja hier auch. Ich probiere es nochmal. Da war eben unser erster Tod. So, hier ruhig mal schneller runterfallen lassen. Oder kommt da jetzt nur ein Pilz raus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, kommt wieder. Das war auf jeden Fall damals hier sehr, sehr schwer. Und ich habe eben das Item falsch eingesetzt, muss ich auch zugeben. So, so wird das schon. Ey, mach. Dann hier. Raufspringen. Nein, ich hab doch A gedrückt. Okay, wir sind durch. Was gibt's hier? Münzen auf jeden Fall. Und weiter? So. Ich versuche natürlich auch das Spiel zu 100% zu erledigen. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich das schaffe. Ich weiß ja selbst nicht, ob ich den Endboss besiegen werde. So, tut mir leid, dass es jetzt hier so ein bisschen langsam dauert, aber ja, wir sind hier ganz oben und unten sind, glaube ich, Stacheln. Und Stacheln sind nicht so gut. Stacheln sind überhaupt nicht gut. Genau, da waren Stacheln. So. Was ist hier überhaupt jetzt? Oder ist das hier nur eine Fortsetzung von vorhin?
Nee, da ist wirklich Exit. Ich will da oben hinkommen, weil ich brauche ein Item. Brauche ein Item. Und hab... Ja! Super, super, super. So, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ah, 3 One-Ups. Naja, ist nicht das Schlechteste, aber ich hätte mich über was anderes mehr gefreut. Aber okay. So. Okay, das war der normale Weg. Dann geht es da oben jetzt so weiter. Einmal links lang und einmal rechts lang. Links sind Ameisen, rechts sind Bienen. Ich mag beides nicht, aber ich nehme die Ameisen. Ach, stimmt. Ah. Dieses Level mit diesen komischen Blättern. Ach ja. Nein, nein, bleib hier. Oh, Mist. Moment, Moment. Geht es da unten? Das ist ein Bug mit dem Pilz. Ich dachte, da unten wäre eine Plattform. Weil der Pilz da lang geht. Aber da unten ist doch keine Plattform. Warum ist der Pilz dann da lang? Ist ja unfair. Ich darf da nicht lang, aber der Pilz. Bleib hier. Danke. Wow. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie die Steuerung ist. Auf jeden Fall. Nee, ja, ist das Beste. Eine Feuerpiranha, natürlich. Natürlich ist mein. Ach, vergiss das. Natürlich ist mein Pilz dann gleich wieder weg. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein failures Let's Play, das kann ich euch versprechen. Oh, wenn ich da an andere Level so denke. Also das, ja. Komm schon. Dankeschön. Oh, ja, also, nee. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ich das Spiel hier Let's Player. Es war wirklich schon seit längerem geplant. Also... Auch schon seit langem hatte ich so gesagt, nach Space Engineers werde ich dieses Spiel hier Let's Playen. Nur ich konnte halt nicht wissen, dass ich das Space Engineers pausieren muss. Ja, und dann habe ich halt dieses Spiel hier jetzt angefangen. So, was ist hier? Herz, ein Herz. Okay, sonst noch was? Da links zufällig? Nee. Okay, dann geht es jetzt hier rechts weiter. So, auf die Blätter landen. Ich finde das auch richtig cool, wie man richtig hier merkt, im letzten Level, das war übrigens dann doch keine Höhle, sondern wahrscheinlich der Baumstamm. Hier sind wir jetzt in der Baumkrone. Am Anfang waren wir noch unten auf dem Boden. Wo geht's jetzt hier eigentlich weiter? Geht's hier? Nee. Von dort kommen wir. Stimmt. So, und hier rüber. Wo geht's jetzt hier weiter? Nee, es geht doch dort... Hä? Wo geht es jetzt hier weiter? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ah, da rechts ist irgendwas. Da rechts ist irgendwas. Gibt es hier einen unsichtbaren Block? Nein. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen überfragt. Ach, da unten. Und da haben wir auch schon... Ah, fliegen. Ich wollte jetzt da drauf springen, aber dann ist die weggeflogen. Fliegt die wieder weg? Ja, fliegt sie. Also nicht von denen austricksen lassen. Auf jeden Fall nicht austricksen lassen. Ameise, Ameise. Ah, es gibt auch Ameisen davon, die Stacheln haben. Also vor denen sollten wir dann auch aufpassen. Aber erstmal sind wir hier fast oben angekommen. Fast oben angekommen. Yay! Das Item ist hier Gold wert. Da unten sind Münzen, aber ich... Nee, ich hab... Nein! Ach du Mistviech! Ungeziefer. Jetzt ist dieses tolle Item auch wieder weg. So, was war da links? Nee, ich will nicht aus. Wahrscheinlich irgendwas für dieses Item. Natürlich, natürlich. Ah, wo bin ich jetzt hier? Ah, ich bin wieder hier. So, dann wieder zurück. Nein, ich lasse mich nicht austricksen von dir. Den Weg hier nochmal gehen. Nur weil da ein unsichtbarer Block war. Das sind solche Tricks, die Nintendo schon immer drauf hat. Genau. So, so, hier durch, schnell weg. Hier auf dieses Blatt. Und dann... Nein, schon wieder verfehlt. Schon wieder verfehlt. Ich bin doch nicht mehr zu retten. So, dann hier hoch. Und hier rüber. Dankeschön. Und hier lang.
Und dann nochmal diesen Weg. Ah, dieses Mal werde ich es schaffen. Dieses Mal. Dieses Mal. Aber wirklich. So, erstmal vorher einen Plan schmieden. Was machen wir? Springen wir erstmal hier drauf. Dann hier hoch. Hier hoch und hier hin. Super. Super, super, super. Dann auf diese Plattform. Nein, nein, nicht euer Ernst. Nicht schon wieder. Zum vierten Mal diesen Weg gehen. Von den Fliegen lasse ich mich nicht beirren. Die kann man sowieso, glaube ich, nicht erreichen. Und wenn doch, dann... Ja, dann halt doch. Ah, jetzt habe ich den Dreh wenigstens raus hier bei diesem Weg. Oh, shit. Die Time geht... die Time geht aus, ja. Die Time geht aus. Die Zeit geht aus. Kann schnell sein. Das wäre jetzt hier ein Timeout. Oh, die Musik macht jetzt richtig Druck. Die macht richtig Druck. Hier warte ich lieber jetzt. So, die kommt gleich zurück. Boah. Erreicht, erreicht. Ja, das Ziel. Puh. Geschafft, geschafft, geschafft. Yay. So, ein schönes Item bitte. Ah, Pilze will ich nicht. Hier. Bitte die Blume. Nein, ein Pilz. Na gut, dann halt ein Pilz. Soll mir recht sein. Wird sich an mich nichts ändern. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im nächsten Part machen wir dann hier dieses rechte Level und den Boss und holen uns die erste Münze. Schaltet auf jeden Fall ein in diesem neuen Projekt. Bis dahin, viel Spaß euch noch und ciao.